Osterraum. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Ah, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Spitzhacke. Am besten gleich zwei. So. Ah, na klar. So. Das werden wir vielleicht wirklich machen. Wie gesagt, wir wissen ja eh noch nicht, was wir damit machen sollen. Wir werden halt die Leiter versetzen. Müssen wir dann schauen, in welche Richtung wir gehen können. Im Notfall machen wir so eine Art Leiterzugang oder Stufenzugang oder so. Ich mache es gleich heller. Ja, das könnten, ja, das bleibt ja eh zu, da könnten wir aber theoretisch dann überall Licht machen. Also mit Licht meine ich eigentlich Glas. Ja, aber ich glaube, ihr wisst eh schon, was ich meine. So. Haben wir schon wieder keinen Stein. Das nervt schon langsam. Das nervt tierisch. So. Eigentlich könnte ich das da oben lassen. Aber zumindest ein bisschen was. Das ist zwar nicht die Welt. Und wir haben wieder eigentlich Glas verschwendet. Aber was soll's. Der Mensch ist eh ein Verschwender. Also von dem her. Bitte egal sein. So. Lassen wir jetzt dabei noch so. Haben wir noch Stein? Nein, noch nichts mehr. Das ist weit. Das ist ein Fluch. Wenn ich Stein brauche, habe ich keinen Stein. Okay, da ist dunkel. Wir werden schlafen gehen und dann werden wir drumherum einen Zaun machen, damit zumindest die Monster nicht gleich direkt reinstolpern. Das ist vielleicht keine gute Idee. Ich würde da so eine Art. Oh ja, wir müssen eher einen Steinturm machen. Tja. Übrigens morgen. So. Leitern haben wir da. Haben wir jede Menge Holz. So. 64, da geht's. Wir haben eh noch genug Bäume rundherum. So, daraus machen wir jede Menge Stäbchen. So. 33. Naja, schauen wir mal, wie wir damit kommen. Das Ganze mal abgrenzen. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Habe ich jetzt keine Schaufel oder eine Schaufel? Es ist aber nur ein Loch im Boden, aber es wird immer gut sein. Im Moment nicht schön aussehen, also nur einmal die Monster davon abhalten, in das Loch zu stürzen. Nein, wenn sie rein wollen, gehen sie rein, wenn es nicht so gut ist. Ach Gott, jetzt. Na, das Rohrwetten da ist nicht mehr das Rohr, das kann so gar nichts mehr. Ich sollte wieder mal was mampfen, habe ich so das Gefühl. Wenn ich so auf die Lebensenergie schaue. Haben wir noch was mit? Oder haben wir sogar noch was mit? Dieses Pop-Pop macht mich irgendwie nervös. Oh, nur irgendwie.
So, irgendwie möchte ich dann später so einen Wasserturm oder sowas bauen. Auf jeden Fall so ein Haus, was ich schon mal auf einem anderen Server gehabt habe. Das möchte ich auf jeden Fall nachbauen im Let's Play. Aber schauen wir mal. Gut, wir haben Ding, wir brauchen jetzt dann noch jede Menge. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens 2 Tore. So. Gut, dann kann ich mich an die Rezepte noch erinnern. 1, 2. Und da brauchen wir auf jeden Fall mehr Fackeln. So, und ich weiß, das bringt eigentlich nichts. Weil die springen da einfach drüber. Aber deswegen machen wir uns ja schnell eine Schaufel. So, 1, 2. Und wir haben keinen Cobblestone. Wir hätten Eisen, das werden wir schnell reinschmeißen. Machen wir schnell eine Eisenschaufel oder sowas. Wir könnten da aber eigentlich auch schnell. Da habe ich natürlich jetzt nichts da. Da ist ja nichts gespawnt. Wir könnten das Fleisch daraus nehmen und das schnell reinschmeißen. So. Na komm, du weiter, schneller, schneller, schneller. Ich weiß, ich könnte alles eigentlich in den zweiten Ofen reinhauen, aber das will ich gar nicht, weil ich habe da eine Kohle reingeschmissen und die möchte ich auch schön verbrauchen. So, rein, raus, weiter geht's. Ich weiß zwar nicht, ob es mit dem Hündchen jetzt noch rausgeht. Egal. Wir werden es einfach ausprobieren. Zwei Eisenschaufeln. Damit haben wir auf jeden Fall dabei lang genug. Mist, das ist mir egal. Ich will da jetzt weitermachen. Ja, das geht ja viel schneller. Das ist immer für einen Unterschied macht, wenn man die verschiedensten Materialien verwendet. Das finde ich nach wie vor beeindruckend. Wurscht in welchem Spiel. Ich bin zwar noch nie so der Rollenspiel-Fan gewesen. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum in Minecraft immer mehr zusagt. Und das als einer der wenigen Rollenspiele, aber das war wahrscheinlich, weil Action-Elemente dabei waren, wie heißt das? Mass Effect. Bin ich durch Zufall auf den Titel gekommen und ja, hat mir sehr gut gefallen. Okay, jetzt haben wir wieder genug Fackeln. So. Da eine her. Und da noch eine her. Da machen wir auf jeden Fall noch eine Reihe weg. So, das passt. Und da könnte man eigentlich auch noch so eine Reihe wegnehmen. Oh, da ist die Höhle. Gut. Ja, dann müsste das ja eigentlich relativ sicher sein. Das passt. Wäre es toll, wenn wir noch eine Eisenspitzhacke hätten. Haben wir aber nicht. Haben wir da irgendwo Eisen? Eisen, Eisen, Eisen. Kohle haben wir auf jeden Fall jede Menge. Kohle, Kohle. Aber dadurch, dass ich ja eh sowieso auch Holzkohle nehme, ist Kohle ja nicht so das Problem. Bin oft schon in so Situationen gewesen, wo ich mir dachte, warum suche ich ewig nach Kohle, wenn ich einfach Holzkohle machen kann? Das habe ich oft nie verstanden bei so manchen Let's Plays. Weil eigentlich ist es ja wurscht, ob das jetzt Holzkohle ist oder andere Kohle. Hauptsache Kohle, hauptsache es brennt. So. Ich meine, in echt mag es vielleicht einen Unterschied machen. Aber hier in Minecraft ist das eigentlich sehr egal. Wenn man da wirklich eine zusätzliche Decke einziehen. Da brauche ich nämlich nicht so viel ausfüllen. So, außerdem habe ich genug Erde, mit der ich so ein Projekt machen kann. Ich weiß zwar nicht, ob es ausreichen wird, aber das werden wir sehen. Die kleinen Löcher, wo man so nicht hinkommt, wie wir oben sind, muss ich eh ausbessern, wenn wir unten sind. Ich kann hoffen, dass da nichts in meinen Rücken spawnt.
Solche Löcher wollte ich eigentlich nicht so gut lassen, weil das ja potenzielle Feinde anlockt. So dunkel ist. Na, was soll ich machen? Sonst würden wir da wirklich noch ewig herum tun, bis wir da was weiterbringen. Und das möchte ich euch ehrlich gesagt ersparen. Also euch und mir. Ich meine, ich finde es schön zu spielen, aber ständig bauen, das ist ja, das ist nicht das Wahre. Wie ich immer so schön sage, das ist nicht das Wahre. So, einfach zumachen. So, das werden wir dann von unten machen. Das ist der Wald die Höhe. Das ist dann gespawnt. So, das sollte man vielleicht so einen Ausgang machen. Natürlich, für so ein Projekt habe ich genug Erde. Bla 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 bla. Und mit meiner großen Goschen. Entschuldige die Slang-Ausdrucksweise, es ist... Ritter da wie ein großer daher, haha, wir haben genug Erde. Beim ersten Anzeichen vom Ding ist es vorbei. Wir werden da oben einfach auch Fackeln setzen, ich habe keine Lust, dass da oben was spawnt. Dass mir da irgendwas auf die Decke fällt. Versteht sicher keiner warum, ne? Das ist eine ganz große Arbeit. Ich denke, dass wir auf beiden Höhen dann überall Fackeln setzen müssen. Meine Fackeln haben wir im Moment eh mehr als genug und das ist nicht scheitern. Das ist halt trotzdem Verschwendung. Ich meine, vielleicht gleiche ich auch die Welt einfach da überall an. Das kann man natürlich auch machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir vorankommen. Ich möchte jetzt da nicht so viel reininterpretieren. Aber ist vielleicht keine blöde Idee. Naja, das war ja klar. Das hätte mir klar sein müssen, dass sowas passiert. So. Ich habe übrigens noch nie Schienen gebaut. In Minecraft. Also noch nie so ein Zugsystem, so ein Transistsystem. Ich habe eventuell vor, das da am Server zu machen, dass wir die verschiedenen Globusse, die verschiedenen Planeten so miteinander verbinden. Das ist vielleicht kein blöder Ansatz. So, ich muss dann nochmal schauen, wie spät es ist, beziehungsweise den nehme hier auf. Mein menschlicher Wecker, der wird vielleicht sogar schon schlafen. Damit ist natürlich meine Madame gemeint. Habe ich jetzt oben da die Tür zugemacht? Ich hoffe es. Ganz gesehen. Ich werde dann gleich eine Aufnahmepause machen. Ich werde dann noch auf ins Bett gehen. So. Haben wir da oben jetzt Licht? Das geht schon. So, Messer gezückt. Wir müssen uns dann auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke machen, damit wir da rein. Da haben wir auf jeden Fall düsen können. Ja, habe ich zugemacht. Passt. Gut, dann kommen wir gerade rechtzeitig. Gut, dann sage ich einmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt dran, ich bleibe auf jeden Fall dran. Und ich freue mich schon, wenn es das nächste Mal heißt, lasst uns wieder mal ein bisschen bauen und ein bisschen Minecraft spielen, gell? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag und schönes Wochenende, was auch immer. Und wir sehen uns dann einfach am nächsten Tag wieder, wenn es wieder mal heißt, Let's Play Minecraft. Hallo Leute, hier ist der Tom. Wir sind hier wieder bei einer neuen Aufnahme. Eigentlich wollte ich 7 Days to Die aufnehmen. Aber das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht mehr. Machen wir halt weiter, wie wir aufgehört haben. Sollten wir vielleicht diesmal wieder die Kopfhörer anstecken? Moment bitte. So.
Schön nur angestöpselt. Nicht, dass da irgendwelche Probleme gibt. So, war ist das laut und die Sonne geht unter. Wir brauchen gar nicht außer Haus gehen. Ich werde das Ganze dann mal kurz leiser drehen. Das wird ideisch. So, habe ich schon gesagt, dass wir eigentlich gar nicht ins Hinlegen brauchen. Außer Haus gehen brauchen. Ich glaube noch nicht. So, jetzt habe ich mittlerweile schon so viele Teile von Minecraft auf Vorrat, dass ich eigentlich gar nicht mehr aufnehmen bräuchte für eine Zeit lang. Aber, ja, dadurch, dass ich dabei nur die zwei Spiele jetzt playe, ja, habe ich da jetzt nicht wirklich viel Auswahl. Entweder das oder das. Und ich habe mich halt dabei für das entschieden. Wenn das andere nicht will, dann hat es halt ein Pech gehabt. Da hätten wir eh noch genug zu tun. Na, dann machen wir das gleich kaputt. Biu, biu, biu. Na genau, da fehlen uns ja die Steine zum Weitermachen. Wir haben ja das letzte Mal, soweit ich mich erinnern kann, die Erdendecke einzogen. Also fertig sind wir noch lange nicht, aber angefangen haben wir es halt einmal. Wir haben auch schon bald mehrere Baustellen wie andere Let's Player. Und ja. Gut. Okay, ich glaube, jetzt wird es dann schon dunkel sein. Was sagen wir? Gehen wir einfach da raus. Volles Risiko. So. Bauen wir da einfach ab. Ich hoffe, mein Stuhl stört euch nicht so sehr, dass der knarrt. Ich muss mir unbedingt einen neuen kaufen. Und eine neue Maus, die da die ganze Zeit im Hintergrund und scrollt, obwohl ich gar nicht scroll. Aber das macht ja nichts. Ich werde ja diese ganzen Geräusche von mir eh schon gewöhnt. So. Und wir brauchen Stein, wir brauchen Stein, wir brauchen Stein. Oh oh, eine Spinne. Ich höre dich. Ja, jetzt hören wir dich alle. Das ist gut. Gleich geschlafen. Bevor mir die Spinne am Kopf springt, ich lieber schlafen. So. Das könnten wir auch irgendwann mal ausbessern. So. Und, na was ist? Nehmen wir schon. Jo, wie ihr auf meinem Channel sehen könnt, tut sich im Moment leider nicht viel, was 7 Days to Die angeht, aber das liegt einfach daran, dass ich im Moment nicht viele Folgen habe. Davon. Ich habe zwar ein bisschen was vorproduziert, aber durch den Defekt des Laptops ist dieser Vorrat recht schnell aufgebraucht gewesen, da ich ja eigentlich nicht vorhatte, lange auszusetzen. Aber das Leben läuft nun mal leider nicht immer so, wie es soll. Das müssen wir einfach abwarten. Ich habe eh schon den Support geschrieben. Von denen, dass wir da helfen. Bin gespannt, wie schnell es braucht, also wie lange es brauchen. Sobald ich mitgekriegt habe, tun die ja noch immer die ganzen Alpha-Keys austeilen. Da kommen wir da hinten und vorne nicht nach. Ja, was mich im Prinzip ja eigentlich nicht stört. Soweit ich gesehen habe, bin ich nicht der Einzige, der es Let's Played. Da habe ich schon ein paar Channels gesehen, ein paar Deutsche. Aber das soll mich nicht stören. Ich bin ja nicht in einem Wettkampf. Ja, mich stört es auch gar nicht. Ganz im Gegenteil. So, Konkurrenz ist immer gut und ich melde mich gleich wieder.